Romana Deckenbacher, ÖVP, ist am Wort. Herr Bundesminister, ein hohes Haus, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher. Ich habe an dieser Stelle schon einmal von Heldinnen gesprochen, von Frauen, die vor allem in der Krise Unmenschliches, Übermenschliches geleistet haben und noch immer leisten und oft von Mehrbelastung betroffen waren. Unternehmerinnen, Bäuerinnen, Frauen im Handel, Dienstleistungssektoren, in systemrelevanten Berufen und Tausende von Frauen im öffentlichen Dienst haben unser System in der Krise am Laufen gehalten. Und viele Frauen, vor allem auch im Tourismus, in der Gastronomie, waren leider Gottes von Arbeitslosigkeit vermehrt betroffen. Und aktuell ist eine erfreuliche Zahl, dass 6.600 Personen weniger arbeitslos gemeldet sind als in der Vorwoche und im Vorjahresvergleich die Arbeitslosigkeit damit um fast 150.000 Personen zurückgegangen ist. Die Arbeitslosenquote im Mai beträgt bei den Frauen 7,8, bei den Männern 7,5%. Und wir hoffen, dass sie natürlich noch viel, viel niedriger werden wird. Meine Damen und Herren, wir steigen an dieser Stelle aus der Live-Übertragung aus dem Nationalrat aus. Im Anschluss sehen Sie Österreich heute mit wichtigen Meldungen vom Tag. Tag 2 im Nationalrat morgen unter anderem mit dem Corona-Bonus von 500 Euro für Spitalsmitarbeiterinnen, mit einem Lehrplan zur Gebärdensprache oder mit Schulversuchen, die ins Regelschulwesen übernommen werden. Dieser Tag beginnt um 9.05 Uhr. ORF3 überträgt auch den morgigen Parlamentstag live. Ich danke ganz herzlich für Ihr Interesse und sage bis bald und auf Wiedersehen. Unsere Frauenministerin und auch der zuständige Arbeitsminister sind und waren im ständigen Austausch, und das zeigt sich auch in der Schwerpunktsetzung für Frauen am AMS. Für 2020 rund 50% der Mittel an Frauen. Und ich glaube, Frau Heine-Schossig, das war doch auch in Ihrem Sinne, soweit ich mich aus dem Antrag entsinnen kann. Und wir sprechen hier von einem Rekordbudget von Frauen am Arbeitsmarkt in der Höhe von 60,5 Millionen Euro. Und wenn Sie eine gezielte Arbeitsmarktförderung fordern, dann möchte ich Sie daran erinnern, dass in 151 Frauenberatungsstellen in ganz Österreich viele arbeitssuchende Frauen und Mädchen in unterschiedlichsten Belangen auch ganz gezielt unterstützt wurden. Über 11.000 Frauen ein Frauenberufszentrum besucht haben, und ihre Teilnahme an vielen, vielen Schulungen hat ihre Qualifikation erhöht und somit auch die Möglichkeit, am Arbeitsmarkt besser integriert zu sein. Und auch die finanzielle Ausstattung von Frauenberatungsstellen ist 2020 um 12% und 2021 erneut um 3% erhöht worden. Und die Corona-Job-Offensive mit einem Volumen von 700 Millionen Euro hat das Ziel, Arbeitssuchende aus- und weiterzubilden. Und erste Zahlen zeigen auch, dass vor allem Frauen davon profitieren. Denn seit dem Start sind 55% aller Teilnehmer Frauen. Und Tatsache ist eben, dass im angeführten Antrag Forderungen fast zur Gänze bereits umgesetzt sind. Und noch nie gab es so viele finanzielle Unterstützungsangebote für Frauen am Arbeitsmarkt. Und ja, sehr geehrte Damen und Herren, die einen fordern, aber die Bundesregierung handelt. Romana Deckenbacher war das von der ÖVP.